Wir wollen uns herausfordern, wir wollen euch herausfordern und wir sehen Training primär als eine schöne Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, physisch und mental. Und dazu braucht man auch Ziele. Und weil es immer schwierig ist, für alle Ziele zu finden und ich natürlich auch in der Situation war, mir neue Ziele zu setzen, gibt es dieses Jahr den ersten KAS Hexathlon. Und zwar besteht dieser Hexathlon aus Hex Deadlifts mit ca. 80%. Das sollte ein Gewicht sein. Wenn du deinen Max nicht weißt, dann suchst du dir einfach ein Gewicht, das für dich eine gute Marke darstellt. Ich werde 200 Kilo nehmen, weil 200 Kilo eine schöne runde Zahl sind. Die zweite Disziplin ist ein Boxjump und es sollte ein Boxjump unter den Regeln, du willst kein Depp sein, sein. Das bedeutet, ein schöner, sauberer Boxjump auf eine Höhe, die du halt gerade noch schaffst. Aber es sollte natürlich nicht irgendwie in einer tiefen Hocke sein. Es sollte ein Boxjump sein, den du auf Instagram siehst und dir denkst, es ist ein schöner Boxjump und nicht einer, wo du dir denkst, es ist aber ein Depp. Das ist die Kein-Deppen-Regel. Der dritte Punkt ist Bankdrücken. Bankdrücken für Max Reps. Ich werde die Gewichte, die genutzt werden für die Max Reps, hier einblenden. Dann könnt ihr es euch anschauen. Ist in Relation zu eurem 1er Maximum. Wenn ihr euer 1er Maximum nicht wisst, dann sucht ihr euch einfach ein Gewicht aus, wo ihr euch denkt, da könnt ihr so irgendwas zwischen 10 und 20 Wiederholungen machen. Dann Klimmzüge, Chin-Ups, also Handflächen zu euch. Wenn ihr wollt, auch Pull-Ups, Handflächen von euch weg. Wer möchte oder wer einfach schlecht ist in Pull-Ups, Chin-Ups, der kann das Ganze auch mit einem Band machen und dann einfach einen Satz mit Band raushauen. Die fünfte Disziplin sind Kettlebell Swings, 200 Stück an der Zahl. Dafür sucht ihr euch einfach eine schwere Kettlebell aus, mit der ihr das schafft. Wahrscheinlich die schwerstmögliche, die ihr zur Verfügung habt oder auch wieder eine Zahl, die ihr einfach als einen guten Marker empfindet. Diese 200 Wiederholungen müssen nicht am Stück gemacht werden, sollten aber natürlich in so kurzer Zeit wie möglich gemacht werden. Und der Abschluss ist ein Lauf. Und zwar, wenn ihr gar nicht lauft oder wenig Conditioning macht oder nur ab und zu lauft, dann 10 Kilometer. Ansonsten, oder wenn ihr euch einfach herausfordern wollt, 20 Kilometer. Es geht dabei nicht darum, dass ihr die ganze Zeit durchlaufen müsst. Da kommen wir gleich dazu, sondern ihr könnt natürlich auch gehen und laufen, ihr müsst es einfach nur machen. Die Idee ist, all diese Dinge an einem Tag zu absolvieren. Und es geht nicht darum, andere zu schlagen oder irgendwelche Bestzeiten auf Instagram zu posten, sondern es geht primär darum, dass ihr einen Gut-Check für euch habt, einfach mal euch ins Gesicht schauen könnt und sehen könnt, wie fit bin ich im Moment. Und es sollte eine Herausforderung für euch sein, so dass ihr am Abend da sitzt und euch denkt, ja geil, das habe ich heute alles gemacht. Freue mich schon drauf, wenn ich das nächste Mal teste. Denn am besten ist es ein jährlicher Test für euch. Das bedeutet, Hexathlon 2022 wird natürlich auch kommen. Ihr könnt uns natürlich dementsprechend uns und den Hexathlon gerne auf Instagram taggen, also uns taggen, den Hexathlon hashtaggen. Wenn ihr es nicht tut und es für euch behaltet, sind wir genauso glücklich, denn die Idee dahinter ist nicht, irgendein Event zu starten, das irgendwie groß wird und wo wir uns alle hier treffen und zusammen loslaufen, sondern es ist eine Aufgabe für euch, ein Test für euch und eine Herausforderung für euch, denn wir alle sollten uns Herausforderungen stellen, um besser zu werden, um neue Ziele zu haben fürs Training. Und dementsprechend ist die große Prämisse des Ganzen, es sollte nicht ein Trainingsplan darauf vorbereitend laufen. Das bedeutet, ihr trainiert jetzt nicht Hex Deadlifts mit 200 Kilo, um da besser zu werden und macht einen Halbmarathon-Trainingsplan, sondern es ist einfach nur etwas, was ihr aus dem Training heraus macht an einem schönen Samstag im Herbst. Einfach nur, um euch herauszufordern. Natürlich trainiert ihr bis dahin und natürlich solltet ihr an eurer Kondition arbeiten, an eurer Kraft, damit ihr da auch was hinbekommt und vielleicht die Übungen auch mal ausprobieren. Aber wie gesagt, das sollte einfach aus dem Training heraus, ohne Stress, mit viel Freude und mit viel Herausforderung stattfinden.
In diesem Sinne wird es auch noch eine kleine News für euch geben, aber das erfolgt in einem anderen Video. Und jetzt hoffe ich, freut ihr euch alle schon auf den 30.10., einen Samstag im Oktober, an dem wir uns der Hexathlon Challenge stellen werden.